Liebe Freundinnen und Freunde, das muss der Schabernack sein, den Valentin angekündigt hat heute früh in der Telefonkonferenz. Er sagte, es findet Schabernack auf und vor der Bühne statt. Ich darf euch sagen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut das tut, dass ich heute hier bei euch bin. Und ich werde euch auch gleich erzählen, warum das so ist. Als mich Matthias angerufen hat und gefragt hat, ob ich die politische Rede am Freitagabend für den Fraktionsvorstand machen kann, habe ich, weil ich so schlecht Nein sagen kann, Ja gesagt. Und danach habe ich so gedacht, das alles und noch viel mehr. Der Wahlkampf in Görlitz tobt, wenn man das so sagen kann. Uns steht am 26. Mai, bis dahin sind noch 85 Tage plus 19 im zweiten Wahlgang, eine harte Zeit bevor. Und Görlitz liegt in Ostsachsen. Und ihr wisst alle, wie dort die Wahlergebnisse gewesen sind bei den Bundestagswahlen. Da gibt es Gemeinden, die haben bis zu 46% AfD-Anteil gehabt. 46%. Görlitz, wo ich jetzt bin, ist die Region, wo der jetzige Ministerpräsident sein Direktmandat für den Bundestag verloren hat, auch gegen die AfD. Ihr könnt euch also vorstellen, was das gerade für eine Herausforderung ist, in Görlitz unterwegs zu sein und als Grüne Wahlkampf zu machen. Als die Nominierung vom Grünen Stadtverband erfolgt ist, war ich dann draußen vor der Tür und da kam eine junge Frau auf mich zu und sagte, warum tust du dir das eigentlich an? Du bist doch total unwählbar. Du bist unter 40, du bist eine Frau und du hast ein grünes Parteibuch. Und du willst hier in Ostsachsen antreten und Oberbürgermeisterin werden in Görlitz. Und diese Frage, warum machst du das, die habe ich zum Aufhänger genommen, als ich die heutige Rede vorbereitet habe, denn es geht bei mir jetzt heute nicht um die Landtagswahl, sondern es geht um die Kommunalwahl. Und die Frage, warum mache ich das, hat ganz viel mit uns allen zu tun. Warum machen wir das denn eigentlich? Denn Sachsen ist ja generell für die Grünen nicht das leichteste Pflaster. Meine Gründe sind also vielleicht genau dieselben, die ihr habt, wenn ihr euch engagiert in Stadt und Land, in diesem Freistaat. Der erste Grund ist, dass wir ein Angebot machen, das hat Norman schon gesagt. Wir machen ein Angebot für den Teil der Gesellschaft und für all jene Menschen, die Hoffnung haben und die Hoffnung in sich tragen und die mit Freude dabei sind, Zukunft zu gestalten. Die sagen, Mut statt Angst. Für all diese Menschen sind wir als Grüne ein Angebot. Und so gehen wir raus. Der zweite Grund ist, und das trifft mich natürlich in Ostsachsen auch noch ganz besonders, ist, dass wir überzeugte Europäerinnen und Europäer sind. Die AfD will die Europastadt Görlitz natürlich ganz klar aus programmatischen Gründen haben. Und aus dem Stand ist die Gefahr, 32% im ersten Wahlgang zu bekommen, eine realistische. Das heißt, wir sind überzeugte Europäerinnen und Europäer und das ist ein weiterer Grund, warum wir uns immer wieder vorne dran stellen und auch diesen Gedanken dieses Europas immer wieder in uns tragen. Der dritte Grund ist, und das habe ich schon auf einer vergangenen LDK mal gesagt, wir Grüne leiden unglaublich an der Welt, wie sie ist. Und das, was wir eigentlich wollen, ist nichts anderes als eine bessere Welt zu entwickeln und zu gestalten und unseren Anteil daran zu leisten. Und das gilt für ganz viele Bereiche. Das gilt natürlich für den Bereich, der unsere Gesellschaft betrifft. Wir wollen eine weltoffene Gesellschaft. Wir wollen eine Gesellschaft, die keine Menschenfeindlichkeit, keine Ausgrenzung zulässt. Dafür stellen wir uns in den Wind. Dafür stellen wir uns mit unserer Kraft auch dagegen, gegen diese Widerstände, die wir insbesondere hier in Sachsen eigentlich tagtäglich verspüren müssen. Wir stellen uns aber auch auf, weil wir sagen, wir wollen eine Welt, die eine freiheitliche ist. Eine Welt, wo sich die Menschen entwickeln können. Eine Welt, wo es Chancen gibt. Das ist die Welt, die wir mitentwickeln wollen. Und natürlich, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns, ist das die Natur, die Umwelt, der Umgang mit dem, was wir haben. Weltoffen, ökologisch gerecht, das ist das Credo, das ist unser Leitspruch, mit dem wir unterwegs sind.
Und darum, liebe Freundinnen und Freunde, aus all diesen Gründen stellen wir uns jeden Tag in den Dienst auch dieses Freistaates und sagen, mit uns, nur mit uns, kann es den Unterschied geben und kann es dieses andere Sachsen geben. Ich habe gesagt, dass es noch 85 Tage sind bis zur Kommunalwahl und die Kommunalwahl wird begleitet von der Europawahl und eben auch von der Oberbürgermeisterinnenwahl. Ich kann euch sagen, ich habe ja so jetzt schon jeden Tag so mindestens 3 Herzinfarkte während dieses Wahlkampfes. Also es bestehen durchaus Chancen, da noch ein bisschen zu sammeln. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir rausgehen mit unserem Angebot und auch mit unseren programmatischen Ansätzen und mit unserem Programm, dann zeigen wir den Menschen in diesem Land und wir gehen auch immer wieder so ins Gespräch, wir können das. Wir sind da, wir sind ansprechbar und wir können das. Wir sind als Grüne nicht zufrieden damit, uns zu empören in den sozialen Medien. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, womit wir zufrieden sein können und mit dem wir zufrieden sind. Wir wollen ansprechbar sein. Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen und wir wollen sagen, das ist das, wofür wir stehen. Und wir haben für euch das Angebot, euch mitzunehmen. Bringt euch ein. Eure Ideen, eure Kraft, euer Mut sind genau hier an der richtigen Stelle. Es geht in den Kommunalwahlen, aber auch in den Landtagswahlen, in den Europawahlen vielleicht gar nicht so sehr um den Kampf, sondern es geht um etwas anderes, sondern es geht darum, Vertrauen und Zutrauen zu gewinnen. Das ist die Aufgabe unserer Zeit. Und wie gewinnen wir denn Vertrauen? Wo können wir denn vermitteln, dass man es uns zutrauen kann? Ich denke, und das haben wir in den letzten Jahren bewiesen, dass wir verlässlich sind, insbesondere was die kommunale Arbeit auch angeht, dass wir Lösungen anbieten, die greifbar sind, die spürbar sind, die machbar sind, dass wir interessiert sind, eine Haltung zu haben, die sehr klar ist und sich nicht bewegt oder unklar ist, in welche Richtung es gehen kann. Und ich merke noch etwas, denn es braucht etwas, wenn wir jeden Tag uns motivieren und da rausgehen und sagen, wir machen das. Es braucht ein Herz für das, was wir machen. Und ich glaube, das ist das, was wir auch in den Wahlkämpfen in die Waagschale werfen können. Und da möchte ich einfach auch nochmal ermutigen, das zu tun. Wir haben ein gutes Programm. Wir haben seit vielen Jahren Erfahrung, sowohl auf der kommunalen Ebene als auch auf der Landesebene. Aber wir haben auch ein großes Herz. Und wenn wir Vertrauen und Zutrauen gewinnen wollen, brauchen wir das. Und das müssen wir auch sehr deutlich zeigen. Ich werde also auch in den nächsten 85 plus 19 Tagen versuchen, keinen Herzinfarkt tatsächlich zu bekommen, sondern ich werde jeden Tag meinen Mut zusammensammeln und mich in die Bresche schlagen für Ostsachsen, für uns Grüne natürlich, aber insgesamt auch für das gesamte Land, weil ich denke, es ist an der Zeit, dass wir als Grüne, und das spüren wir, sehr selbstbewusst auch diese Dinge angehen können, sehr selbstbewusst sagen können, hier stehen wir, das ist unser Angebot, wir laden euch ein, macht mit. Es ist uns eben nicht egal und das ist das, was uns vielleicht von allen anderen Parteien unterscheidet. Es ist uns nicht egal, was nach uns kommt. Und das trägt auch unsere Programmatik und das trägt auch unsere Motivation. Es ist uns nicht egal, was nach uns kommt. Vertrauen wir also auf unsere Geschichte, die wir haben als Bündnis 90 Die Grünen. Vertrauen wir auf unsere Wurzeln, die wir haben als Bürgerrechtspartei, als Partei der Freiheit, als Partei, die für Umwelt steht, die für Naturschutz steht, die für all diese Dinge steht, die es eben ausmachen, eine bessere Welt zu haben, eine bessere Welt für unsere Kinder, für unsere Enkel und letztendlich auch für uns. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und grün ist auch die Farbe der Hoffnung, die in diesem Jahr für Sachsen ganz deutlich zum Scheinen kommt. Nur Mut kann ich uns allen sagen, gehen wir weiter gemeinsam. Grün macht den Unterschied, sowohl auf der kommunalen als auch auf der Landesebene. Und das, was wir bisher gemacht haben, dieses Zusammenstehen, dieses gemeinsame Aufbrechen, das sollten wir konsequent mit klarer Haltung auch weitergehen. Wir kämpfen miteinander für das andere Sachsen und wir kämpfen miteinander für eine bessere Welt. Nur Mut, viel liegt vor uns, nur Mut.